Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit der Livestream-Aktion für Version 4.3 Rosen und Musketen von Genshin Impact. Ihr könnt bis zu 10.000 US-Dollar gewinnen und tonnenweise Urgestein. Betonung liegt natürlich auf könnt. Anmeldezeitraum ist jetzt schon bis zum 22. Dezember, also auf jeden Fall früher als später anmelden. Und wer sich vor dem 20. Dezember anmeldet, kann direkt, wenn die Aktion, also wenn die Version live ist, also direkt nach dem Update, live gehen. Alle anderen können erst nach dem 23. Dezember live gehen. Also wie gesagt, man kann sich bis 22. anmelden. Aber man sollte es lieber früher als später tun, weil sonst muss man noch ein paar Tage warten, bis die Livestreams auch gezählt werden. Auswertung ist 10. bis 25. Januar. Die Urgestein-Belohnungen werden voraussichtlich innerhalb von 30 Werktagen nach dem Ende der Auswertung per Nachricht im Spiel an die gültigen Teilnehmer verschickt. Hier muss ich jetzt noch was sagen. Also hier steht, die Urgestein-Belohnungen werden innerhalb von 30 Werktagen nach Ende der Auswertung. Das heißt, 25. Januar plus 30 Tage, das ist also so ungefähr, ja, einfach einen Monat später, 24., 25. Februar. Bin gar nicht auf den Monat gekommen. Und ja gut, man kann jetzt hier noch sagen, ja gut, Betonung liegt auf Werktagen. Okay, das heißt, dann wären es nicht 30 Tage, also schon, aber halt 30 Werktage. Das heißt, wir müssen die Wochenenden abziehen. Aber bei mir war es jetzt schlicht und einfach so. Also ich glaube, dass es von der Aktion vom September war. Ich habe jetzt tatsächlich eine Livestream-Belohnung bekommen. Ich habe aber schon seit über 6 Wochen an keiner mehr teilgenommen. Allein das sind 42 Tage, nicht 42 Werktage, aber es sind trotzdem 42 Tage. Und 42 Tage sind basically 30 Werktage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Aktion vom September war. Die Aktion vom September war vor knapp 3 Monaten vorbei. Das sind 90 Tage und, keine Ahnung, 70 Werktage oder so. Also ich verstehe nicht, warum sie das überhaupt noch reinschreiben, wenn sie es offensichtlich nicht einhalten können. Hier müsste Minimum 60 Werktage stehen, um auch nur ansatzweise an die Realität ranzukommen. Weil ich habe jetzt so lange auf meine erste Belohnung gewartet. Ich habe an 2 Aktionen teilgenommen. Allein das sind ja schon 12 Wochen. Bei einer Aktion geht immer 3 Wochen. Danach ist 3 Wochen Pause. Dann ist die nächste Aktion 3 Wochen. Dann ist wieder 3 Wochen Pause. Allein das sind 12 Wochen. Also auch weit mehr als 30 Werktage, wie gesagt. Und in diesen 12 Wochen hatte ich einfach keine Ahnung, kriege ich eine Belohnung, kriege ich keine Belohnung? Ich wusste es einfach nicht. Die sagen es dir auch einfach nicht, ja? Du kriegst keine E-Mail oder so, ja, du bist qualifiziert, deine Belohnung kommt irgendwann. Du einfach nichts. Einfach nur, ja, du hast so viel gestreamt und falls du eine Belohnung hast, wirst du sie irgendwann bekommen. Und dann wartest du Woche für Woche für Woche für Woche für Woche und es kommt einfach nichts. Und dann Monate später, du rechnest überhaupt nicht mehr damit, schon eine komplette Aktion wieder nicht mitgemacht, quasi komplett ausgesetzt, dann kommt die Belohnung. Also das ist echt ein Witz, muss man sagen. Also sehr schlecht gemacht, muss ich wirklich zugeben. Grundsätzlich, das Event ist ja an für sich ganz nett und so, aber die Belohnungsvergabe, die ist katastrophal schlecht. Also ich weiß nicht, was das so lange dauert, ehrlich gesagt. Aber naja, auf jeden Fall muss man sich, um für Belohnungen zu qualifizieren, sich eben verbinden. Und zwar braucht man einerseits eine E-Mail-Adresse und ein Twitch-Konto und muss hier auf Jetzt anmelden drücken. Da muss man sich dann mit seinem Twitch-Konto anmelden und dann kann man teilnehmen. Und man muss mindestens 6 Stunden lang streamen. Alles andere ist eigentlich nicht so wichtig, sage ich mal. Einziger Punkt, auf den man vielleicht noch hinweisen sollte, ist Punkt 4 und vielleicht Punkt 5. Und zwar darf man natürlich nicht betrügen in irgendeiner Form. Das heißt, man darf halt zum Beispiel nicht anfangen zu streamen und dann einfach 24 Stunden lang seinen Bildschirm streamen, ohne halt irgendwie zu spielen oder zu kommentieren oder ohne irgendwas zu machen quasi. Also das darf man natürlich nicht. Also man darf mal kurz AFK sein und so, das ist natürlich gar keine Frage, aber halt nicht für zum Beispiel 24 Stunden lang. Weil es ist ein ziemlich extremes Beispiel. Also ich denke, wenn man jetzt 2 Stunden AFK bist, ist das auch schon grenzwertig. Also man sollte es halt so kurz wie möglich halten. Wenn du livestreamst, gehst du ja nicht stundenlang weg, sag ich mal. Also ist ja eigentlich normal. Und genau. Und ansonsten, wenn du halt zum Beispiel einfach andere Spiele spielst, aber in der Kategorie von Genshin Impact oder so, das zählt natürlich auch nicht. Und Leaks und vertiefte Diskussionen über unveröffentlichte Versionsinhalte ist natürlich auch nicht erlaubt, aber das weiß man ja eigentlich. Genau. Und ja, ansonsten, wie gesagt, muss man sich einfach registrieren. Dann gibt es hier noch so ein paar allgemeine Hinweise mit der Registrierung, aber das ist eigentlich auch ganz klar. Ich meine, du musst dich natürlich registrieren, um Belohnungen zu kriegen. Du musst die Minimalanforderungen erfüllen, um Belohnungen zu kriegen und so weiter und so weiter.
Gibt natürlich noch ein paar Ausschlüsse davon, wenn du halt grundsätzlichen Verhalten zum Beispiel des unlauteren Wettbewerbs verdächtigt wirst. Ich weiß nicht genau, was damit genau gemeint sein könnte, weil ich wüsste nicht, wie du da jetzt wirklich betrügen solltest, aber es geht wahrscheinlich einfach um die allgemeinen Regeln und so weiter und so weiter. Sei ich ziemlich simpel. Und für Leute, die nicht streamen wollen, aber trotzdem Belohnungen haben wollen, ihr könnt Streams angucken und bekommt für 120 Minuten, die ihr Streams anguckt, bis zu 30 Yogasteine und noch alle anderen Belohnungen eben on top. Und diese sind aber auf 300.000 begrenzt. Das heißt, das sollte man auch lieber früher als später machen, weil sonst bekommt man da keine Drops mehr. Und die Belohnungen fürs Livestreamen sind, glaube ich, unverändert. Die Beträge haben sich, glaube ich, noch nie geändert, die man hier bekommen kann. Man bekommt für insgesamt 30 Stunden Stream bis zu 1600 Urgestein und bei den Streams pro Woche, das heißt einfach 3 Stunden Stream pro Woche für 3 Wochen in Folge, kriegt man bis zu 300 Urgestein. Wie das Ganze funktioniert, ist einfach folgendermaßen: Die Belohnungen sind begrenzt und hierbei geht es quasi darum, wenn eine gewisse Menge an Streamern diese Bedingung erfüllt hat, dann wird halt nach der durchschnittlichen gleichzeitigen Zuschauerschaft bestimmt. Das heißt, wer mehr Zuschauer hat, bekommt dann die Belohnungen, wer weniger Zuschauer hat, bekommt dann die Belohnungen nicht, sollten so viele Leute tatsächlich daran teilgenommen haben. Und 19.000 Leute können die 6 Stunden Stream-Belohnung bekommen und 3.000 Leute, die für 30 Stunden. Ja, die für 30 Stunden, glaube ich, die geht schon leer, die für 6 Stunden, die 19.000, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ja, ist eigentlich ziemlich simpel und man muss halt mindestens 6 Stunden streamen, um überhaupt eine Belohnung zu bekommen. Also egal, was ihr hier für Bedingungen erfüllt, ja, ihr müsst Minimum 6 Stunden streamen, das haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Sonst könnt ihr gar nichts bekommen. Und ansonsten bei der fortlaufenden Teilnahme, wie gesagt, 3 Stunden pro Woche, einfach in 3 aufeinanderfolgenden Wochen. Und das ist eigentlich auch ziemlich simpel, denke ich mal. Und ja, wenn man dann einer der Top-Streamer ist, kann man noch zusätzlich die Belohnungen von auf der Liste stehen bekommen. Und das bedeutet einfach, ihr erfüllt auch die beiden Bedingungen und seid aber zugleich dann entweder einer der Streamer mit der längsten Wiedergabezeit oder einer der Streamer mit den höchsten durchschnittlichen Zuschauern. Jetzt fragt man sich vielleicht, was ist da der Unterschied? Das ist doch fast das Gleiche. Es kann das Gleiche sein, aber nicht zwingend. Also es kann zum Beispiel sein, dass jemand immer nur sehr kurz streamt, aber mit einer enorm riesigen Zuschauerschaft. Zum Beispiel, er streamt jeden Tag eine Stunde für 30.000 Leute und das halt für 3 Wochen oder so. Dann ist er definitiv der Erste, was die gleichzeitigen Online-Zuschauer angeht, also die durchschnittlichen Zuschauer. Wenn jetzt aber jemand mit nur 10.000 Zuschauern jeden Tag 6 oder 7 Stunden streamt, dann hat er wesentlich mehr Wiedergabezeit, obwohl er viel weniger durchschnittliche Zuschauer hat, aber weil er einfach länger streamt oder mehr streamt und deswegen logischerweise nicht ganz so viele gleichzeitige Zuschauer hat, aber dafür viel mehr Wiedergabezeit, weil er viel länger gestreamt hat, für durchschnittlich dann quasi einfach pro Stunde, andersrum. Für weniger Leute pro Stunde, aber dadurch, dass die Gesamtstundenzahl viel höher ist, dann trotzdem insgesamt mehr Wiedergabezeit. Und tatsächlich wird Wiedergabezeit auch höher gewertet als Zuschauer. Allerdings spielt das alles eine, sag ich mal, untergeordnete Rolle, weil es können nur die 100 Top-Streamer aus jeder Kategorie gewinnen und man kann in beiden Kategorien gewinnen. Das ist vielleicht auch noch ein großer Kritikpunkt, muss ich sagen. Also grundsätzlich habe ich mit dem System sowieso ein kleines Problem, weil ich mir denke, hier werden halt Leute belohnt, die halt tausende Zuschauer auf Twitch haben und ich will niemandem, keine Ahnung, seinen Erfolg absprechen oder sonst was, aber ich sage es einfach, wie es ist, wer so viele Zuschauer hat, ist darauf jetzt zumindest nicht angewiesen, ja. Ich meine, es gibt natürlich immer persönliche Situationen, die kein Mensch kennt, da will ich gar nicht jetzt drauf eingehen. Ich rede einfach nur davon, jemand, der eine Twitch-Partnerschaft hat und mehr als 1000 Zuschauer und tausende Subscriber, der hat in der Regel keine Geldprobleme, keine dringenden. Und als Community-Aktion muss man das Ganze ja sehen. Und natürlich wollen sie das Top-Streamer Interesse an der Aktion haben und deswegen streamen. Also die sehen das halt wahrscheinlich auch so als einfach zusätzliches Partnerprogramm oder so. Und natürlich ist es als Streamer verlockend, da teilzunehmen, keine Frage. Aber für die Community von, sag ich mal, normalen Spielern ist es halt nicht so verlockend, hier teilzunehmen. Weil es hört sich so geil an mit den 10.000 Dollar, was sie da immer ins Banner schreiben. Aber realistisch gesehen, wenn du jetzt zum ersten Mal streamst oder generell nicht so viel streamst, du hast keine Chance, hier auch nur irgendeine Belohnung zu bekommen, wenn überhaupt vielleicht in den Top 100. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Belohnungen halt doppelt, also du kannst Top 1 bei beiden sein und das macht es halt zusätzlich so schwer. Also da fände ich halt, wäre das Mindeste, was sie machen könnten, dass sie es so machen, wer hier eine Belohnung bekommt, also kann man ja auch so machen, weil oben sind die Belohnungen ja durchschnittlich höher,
Bis auf 51 bis 100, das sind sie gleich bei $100. Aber ansonsten kriegt man oben für den gleichen Platz immer mehr Geld. Das heißt, sie könnten es so machen, die mit der längsten Wiedergabezeit. Wenn die hier oben was kriegen, können die unten nichts mehr kriegen. Und theoretisch andersrum, wobei andersrum funktioniert dann gar nicht quasi. Aber ihr versteht, was ich meine. Also, dass es dann halt mindestens 200 unterschiedliche Gewinner gibt. Das würde schon mal die Chance ein kleines bisschen erhöhen, dass wenn man halt einen halbwegs erfolgreichen Stream hat, dass man da trotzdem dann gewinnen kann. Aber so macht das halt wenig Sinn, weil jemand kann halt Platz 1, Platz 1, Platz 2, Platz 2, Platz 3, Platz 3 und so weiter sein. Das heißt, im Normalfall sind das hier gerade mal 100 bis 150 Gewinner. Weil die meisten Leute werden halt einfach doppelt abräumen. Und das ist, irgendwie ein bisschen schade. Hier unten gibt es dann noch ganz viel FAQ, falls ihr noch nie auf Twitch gestreamt habt und so weiter und so fort. Hier unten wird alles ausführlich erklärt, auch wie ihr was einstellt und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr lang. Deswegen lesen wir uns das natürlich nicht durch. Ich wollte wie immer nur meinen Senf dazugeben. Und ich werde dieses Mal, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass ich an der Streaming-Aktion teilnehmen werde. Leider habe ich jetzt renoviert, habt ihr vielleicht mitbekommen. Mein Hintergrund sieht jetzt anders aus und ist auch noch nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen, bis alles fertig ist. Aber auf jeden Fall hatte ich da leider keine Zeit. Aber jetzt bei der Aktion werde ich eigentlich voraussichtlich schon wieder teilnehmen. Das war zumindest der Plan und würde mich da auf jeden Fall auch wieder freuen, wenn ihr vorbeischaut. Mein Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und mal gucken, wann die Belohnung dann kommt. Vielleicht irgendwann im nächsten Herbst oder so. Kappa. Aber wie gesagt, man muss echt sehr, 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 sehr lange auf diese Urgestein-Belohnung warten. So lange, dass man schon längst den Glauben daran verliert, dass sie jemals kommt. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.